So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's weiter mit unserem Kyosho 1:10 Pure 10 Verbrenner. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr das Ganze so feiert. Kam extrem positiv an das Video, hätte ich gar nicht gedacht. Noch viel krasser ist, was mich so an Teilen in den nächsten Tagen hier erwartet hat. Ich habe Pakete zugeschickt. Brutal. Am meisten fassungslos war ich über das Paket von Jochen. An der Stelle vielen Dank. Also gefühlt kann ich mittlerweile so einen Kyosho-Shop hier aufmachen, weil was da alles bei war, allen anderen natürlich auch vielen Dank, wenn ihr mir was geschickt habt. Aber das war wirklich, hier ist wirklich krasses Zeug dabei gewesen. Also unter anderem so richtig coole gefräste Aluaufnahmen. Ich weiß noch, diese blau eloxierten Teile, das war damals immer so mein Volltraum. Wirklich alles, was so mit Gängen, mit Riemen, geil. Da ist schon einiges hier jetzt am Start. So, zwischenzeitlich haben wir auch alle Teile einfach erstmal ins Ultraschallbad geschmissen und gucken jetzt mal, ob wir das Ganze nicht wieder zusammenkriegen. Allerkrasseste von Jochen allerdings ist tatsächlich von damals, also erstmal schon diese ganzen Verpackungen von damals sind halt noch einfach ein Traum mit diesen ganzen japanischen Zeichen da drauf. Modellbauladen hat damals eine Laufgarnitur 84 D-Mark gekostet. 42,95 €. Da hier noch beide Preise drauf sind, können wir mit Sicherheit sagen, das muss so um die 2000er rum gewesen sein, wo das noch üblich war. Und jetzt könnt ihr euch grob vorstellen, wie teuer das Ganze damals schon war, weil ja, 42 € in 2000ern war schon gut Geld. So, hier haben wir auf jeden Fall unsere neuen Sleeves mit unserem Alukolben. Niegelnagelneu, krasses Ding. So, und zwischenzeitlich weiß ich auch, wie das Ganze funktioniert. Und zwar dieser Kolben, wenn ich ihn rauskriege, hat in der Laufbahn nach oben hin verjüngt sich die Laufbahn und dadurch dichtet der am Ende ab. So, der muss sich im Ultraschallbad allerdings hier ziemlich reingesetzt haben. So, ich muss hier mal einmal heile rausbekommen. So, hier könnt ihr jetzt nämlich gut sehen, wenn ich den versuche so rum reinzustecken, passt das nämlich absolut gar nicht. Hier flutscht er rein und ab einer gewissen Höhe verjüngt sich der Zylinder oben und dichtet dadurch ab. Brutal, dass das funktioniert. So, jetzt müssen wir als allererstes, um das Ganze wieder zum Laufen zu kriegen, einmal unser Pleuel umstecken, weil wir wollen natürlich den neuen Zylinder reinmachen. Wenn wir schon die Möglichkeit auf einen neuen Zylinder haben, wollen wir natürlich einen neuen Kolben Pleuel fahren. So, ich würde mal behaupten, das geht in die Richtung raus. Zack. Ich bin immer noch begeistert, dass das alles so leicht hier rein und raus geht. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier haben wir den. Ah, das ist doch mal ein süßes Pleuel hier. Das ist doch Alu-Pleuel, wie in den aktuellen Viertelmeile-Autos. Aber immerhin schon mit so einer Bronze- Kupferlegierung als Lager oben und unten. So, hoho. Okay, alter Kolben, neuer Kolben. Jetzt ölen wir das Ganze mal so ein bisschen ein, kann nie schaden. Siehst du, dann flutscht das nämlich auch gleich viel besser. So, jetzt müssen wir einmal gucken. Auch witzig. Jetzt hätte ich es nämlich beinahe falsch rum gemacht. Normalerweise ist es beim Verbrennungsmotor aktuell immer so, dass das Pleuellager unten größer ist als der Kolbenbolzen. Hier ist es andersrum. Hier ist das größere Auge im Kolben und das kleinere Auge auf der Kurbelwelle. So, das heißt, dies ist das Größere und das muss da oben jetzt rein. Zack. Und das war der ganze Spuk schon. Jetzt muss ich mal einmal kurz überlegen, wie das war. Also, dieses Gehäuse war im Ultraschallbad. Das ist auch harzmäßig relativ frei geworden. Selbst die Lager, finde ich, sehen so aus, als wenn sie überlebt haben. Machen keine Geräusche und nichts. Weil Lager ist das Einzige, ich habe im Internet ein bisschen geguckt, habe aber eigentlich bezüglich der Lager nichts gefunden. Das heißt, wir nehmen da jetzt einfach hammerhart mal die alten Lager und gucken einfach mal, ob es funktioniert oder in dem Fall nicht funktioniert. Weil vom Gefühl her sind sie noch schön freigängig. Das heißt, eigentlich würde ich behaupten, gehen die noch. So, das hintere Kurbellager ist drauf geblieben. Das zieht sich jetzt einfach mit in das Motorgehäuse mit rein. Hier ist das vordere Lager drin geblieben. Das heißt, wir können das Ganze mit ein bisschen Öl so wieder zusammenstecken. So, jetzt könnten wir das Ganze Variante 1 ist heiß machen. Machen wir aber nicht.
ich suche mir jetzt einfach eine passende Nuss, die hier das Lager hält. Und dann werden wir das einfach ganz leicht von hinten durchmassieren. Da brauchen wir ein bisschen was zum Hämmern. Ich hole mal einen Hammer. Okay. So, ich glaube, es ist doch ganz gut, wenn wir das Alugehäuse ein bisschen anwärmen, weil mit Hitze dehnt sich alles aus. Das heißt, sowohl das Lager als auch der Lagersitz müssen in dem Fall deutlich einfacher da reinfluppen. So, das war's auch schon. Ist noch ein bisschen heiß, kann ich kaum anfassen. Kleiner Funktionscheck, ob sich noch drehen lässt. So, butterweich. So, jetzt müssen wir mal einmal gucken, ob der Kollege hier eine Drehrichtung hat. Aber es sieht für mich so aus, als wenn er das nicht hat. Was schon mal witzig ist, ist, wie, guckt euch mal an, wie leicht dieser Kolbenbolzen da drin ist. Deswegen hat er ja scheinbar auch mit Absicht so eine Teflonbeschichtung. Dass der stützt sich am Ende wirklich gegen die Laufbahn ab, würde ich mal behaupten. Ich krieg nicht weiter reingedrückt. So, also der ist scheinbar, das ist so scheinbar gewollt. Hoffe ich mal. Okay, so. Jetzt stecken wir mal, jetzt muss ich mal einmal überlegen. Also, den Kolben können wir nur... Wir hatten ja gesagt, hier oben ist verjüngt. Das heißt, wir können ihn nicht wie beim herkömmlichen Motor von oben reinstecken, sondern wir müssen erst den, also erst Kolbenpleuel montieren. Das heißt, hier stecken wir das einfach durch, ziehen dann, jetzt gucken wir mal einmal, wir haben auf der Pleuelseite zwei so Seiten. Ich würde jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen, dass, warte mal, ich nehme es noch einmal raus. Diese Seite sieht für mich mehr aus wie eine Lagerfläche als diese Seite. Das heißt, ich würde jetzt die Seite zur Kohlwelle hin machen. In der Hoffnung, dass wir einigermaßen richtig liegen. Zack. So, da seht ihr, steckt das jetzt drauf. So, jetzt drehen wir das Ganze mal nach oben. Jetzt nehmen wir unsere neue Laufbuchse. Hier oben ist jetzt so eine Phase dran. Die wird aber, glaube ich, keine Bedeutung haben. Ich habe keine Ahnung, ob man das Ganze jetzt eigentlich irgendwie abdichten muss oder ähnliches. Ich würde aber aus dem Bauch heraus sagen, an den Stellen erstmal nicht, weil ich glaube, das Ganze wird am Ende durch Temperatur eh fest werden. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall eine Rille. Die muss auf jeden Fall dahin, wo der Pfeil ist. So, das ist jetzt natürlich... Das Coole ohne Kolbenringe ist natürlich das eigentliche Montieren jetzt deutlich angenehmer und einfacher. Zumindest leichter gesagt als getan. Muss natürlich genau gerade sitzen. Zack. Aber nee, es ist zwar eine Rille drin, aber ich kann es trotzdem frei drehen. So, das ist jetzt nämlich hier das, warum ist diese Rille? Das kann ich euch erklären. Der Zylinder hat ja von innen Überstromzylinder, wodurch das Gemisch quasi reinströmt. Genauso habe ich hier einen Auslass. Wenn ich die Buchse jetzt verdrehe, als Beispiel so, dann ist egal, wie der Kolben runtergeht, der Auslass wird niemals aufgehen. Genau deswegen muss die Buchse laut Strich genau so gedreht werden. Und zack, siehe da, geht der Auslass auch auf. Hier kommt jetzt als nächstes dieser Mitnehmer drauf. Den machen wir nochmal einmal ein bisschen sauber. Ich weiß noch, im letzten Video habe ich so krass dreckige Finger am Ende gehabt, aber das lässt sich einfach nicht umgehen. Jetzt müssen wir gucken, hier haben wir ein kleines und einen großen Abstand. Das kommt mit dem kleinen hier drauf. So, warte mal, wir machen den hier mal
spannen uns den mal ein bisschen ein. So, den, also ich sage bei jeglicher Montage, ist er ölig, ist er fröhlich, lieber immer zu viel Öl drauf als nicht. So, jetzt haben wir hier zwei Sachen. Wir haben einmal, die trinken wir mal komplett. Ich zeige euch auch gleich warum. Die Kurbelwelle ist jetzt gerade ja nur hier auf dem Lager abgestützt. Natürlich muss die Kurbelwelle nach außen hin auch abgestützt werden. Abgestützt heißt, es muss eine Lagerung da sein. Und diese Lagerung ist hier drin. Hier drin kann sich die Kurbelwelle drehen. So. Allerdings ist hier ein Freilauf drin. Das heißt, es lässt sich nur zur einen Richtung drehen. In die Richtung kann ich es nicht drehen, da dreht sich das mit. Und das hat folgenden Grund, dass auf dieser Verzahnung sitzt der Starter zum Anreißen. Hier sitzt der Starter zum Anreißen. Das heißt, wenn ich in die Richtung den Mitnehmer ziehe, dreht die Kurbelwelle. Dann springt der Motor an und die Kurbelwelle dreht schneller, ähnlich wie bei den Pedalen beim Fahrrad, wenn er bergab fährt. Und es dreht ins Leere. Dafür ist dieser Freilauf da. Der fühlt sich nach dem Watt auch eigentlich noch ganz gut an. Deswegen montieren wir das Ganze jetzt hier mal so. So steckt er drauf. Und schon kommt nämlich hier diese als Abdichtung noch diese Buchse. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal einmal durchziehen. Also wenn ihr euch schon mal gefragt habt, wie funktioniert eigentlich so ein Anreißer an der Kettensäge oder so, da ist ein Freilauf drin, ihr zieht dran, in dem Moment zieht ihr die Welle, kaum ist die Welle schneller, habt ihr einen Freilauf, dass es quasi frei dreht. Es ist dann wie, als wenn es in die andere Richtung dreht. So, jetzt müssen wir den natürlich richtig draufsetzen, jetzt müssen wir einmal gucken. So sitzt der Starter hier drauf, das heißt, das Ganze kommt so hier hoffentlich drauf. Okay, so rum will es schon mal nicht. Das heißt, wir müssen es nochmal testen. Ah, hat nämlich nach so rum den Anschlag. Okay, jetzt wieder wichtig, die kleine Nase treffen. Pleuel steht nach unten. Der Deckel soll so drauf. Das heißt, wir brauchen die kleine Nase genauso. Das Ganze montiert werden. So, jetzt kommt natürlich das Problem, dass ich keine Ahnung habe, welche Schrauben es waren, aber das wird schon nicht so schwer sein. Wir werden schon die passenden finden. Ausschussprinzip, wir brauchen vier Schrauben, das heißt, wir gucken als erstes mal, welche vier Schrauben, wenn nicht im Bad welche verloren gegangen sind, noch da sind. So, die hier sehen für mich so ein bisschen aus wie die Kopfschrauben. Das heißt, ich würde mal behaupten, eigentlich, das waren die hier. Ne, die waren schon mal nicht. So, jetzt gucken wir mal einmal. Ob wir in unseren coolen Ersatzteil nicht genau diese Schrauben bekommen haben. Die sind alle zu groß, macht aber nichts, weil wir haben ja noch meine Schatzkammer von damals mit dem besagten Reservemotor. Das heißt, ich schätze mal, dass entweder hier. Das sieht aus wie verschiedene Kupplungsfedern. Je härter die Feder ist bei der Fliehkraftkupplung, je später greift sie. Da gehen wir später nochmal drauf ein. Da ist nichts bei. Ein bisschen Werkzeug. Na ja, dann müssen wir mal gucken. Ha. Machen wir so einfach. Drehen einfach aus dem Reservemotor bzw. dem kaputten Motor kurz zwei raus. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gespannt ich bin, ob das Ding anspringt. So, dreht noch, sehr gut. Jetzt kommt hier der Freilauf, greift hier rein. Das heißt, wir müssen den jetzt einmal richtig drehen
Und bei diesem Motor war jetzt hier eine Scheibe zwischen. Hier ist eine Scheibe drauf. Das heißt, zur Sicherheit machen wir die hier auch mal rein. Wobei, der ist ein bisschen anders aufgebaut. Das muss eine alte Version sein. Hier ist noch ein Dichtring. Und ich vermute mal, diese Scheibe ist dafür da gewesen, dass der Dichtring sich nicht rausdrücken kann. Da wir hier keinen Dichtring haben, lassen wir Dichtring weg. Der zeigt nach oben rechts. Bisschen mehr so. Zack! So, weiter geht's. Als nächstes würde ich sagen, montieren wir doch mal hier unseren High-Performance-Kopf. Der hat scheinbar keine Markierung. Ah, guck mal. Deswegen wandert nämlich der Kolben auch nicht ganz hoch, weil der greift mit dem Brennraum in die Laufbahn nochmal rein. Hier kann ich also gut zeigen. So, da sieht man das. Ich erinnere mich auch irgendwie grob dran, der goldene Kopf hat irgendwie mehr Kompression, mehr Verdichtung. Geht natürlich, indem er einfach weiter reinragt. So, das heißt, wir nehmen jetzt hier unsere Kopfschrauben, wenn man sie so nennen kann, mit dem passenden Inputs. So, und jetzt ist die große Frage, ist theoretisch egal, ich würde es jetzt einfach mal so machen. So, jetzt ganz wichtig, dass der richtig sitzt. Jetzt noch mal einmal eine Kontrolle durch den Auslass. Noch können wir sie nämlich verdrehen. Sieht gut aus. Und so langsam sieht es tatsächlich schon aus wie ein Motor. So, Kopf anziehen. Jetzt letzte Sache ist eigentlich nur noch, scheinbar kommt hier diese Scheibe hin. Hier ist nämlich so ein Mitnehmer. Ich würde behaupten, sie saß so rum. Und über diesen Mitnehmer geht es dann auf, eigentlich hätte ich gesagt, das Schwungrad. Aber dann fehlt auf dieser Seite hier ein Mitnehmer. Weil die Kraft muss jetzt ja irgendwie von dem Motor auf das Schwungrad kommen. Dann von dem Schwungrad auf diesen beiden Pinöpeln sitzt dann hier unsere Fliehkraftkupplung, die dann auseinander geht und dieses Rad antreibt, was hier so drauf sitzt. Das heißt, hier glaube ich, guckte eigentlich der Pinöpel länger weiter raus und der müsste dann eigentlich hier reingegriffen haben. So, ist jetzt für unseren Zweck erstmal egal, weil wir wollen ja eh erstmal nur gucken, ob das Ganze irgendwie laufen könnte. Das heißt, wir machen jetzt Folgendes. So und so. Kann natürlich auch sein, dass das Ganze über eine Flächenpressung funktioniert. Ist jetzt für uns erstmal egal. Wir wollen einfach nur ein Schwungrad dran haben. Das heißt, das müssen wir einmal anziehen. Später würde ich das Ganze gerade bei diesen Hochdrehzahlmotoren natürlich einkleben. Das kann ich wieder gut hören. Klingt, als wenn er gleich anspringen würde. Hier seht ihr jetzt schön, auch Kolben. Kann man das da drin erkennen? Ja, ne? Jetzt gerade ist zu. Wenn ich ein bisschen drehe, warte, so. Jetzt geht der Kanal auf. Jetzt geht er wieder zu. So, damit das Ganze läuft, müssen wir auf jeden Fall noch schnell den Krümmer anbauen. So ein High-Performance-Krümmer hier. Da müssen wir mal einmal gucken. Das sieht so aus, als wären das diese Schrauben gewesen, würde ich mal sagen. Zack. Weil hier ist hier ein Gewinde, war mal ein Gewinde drin. Auch klein und fisselig teilweise, krass. Schraube Nummer 1. So, als letzten Punkt müssen wir den Vergaser drauf machen. Jetzt ist es so, meine persönliche Empfehlung,
ist auch bei vielen Rollern immer das ein Problem. Wenn man am Zweitakter irgendeine Undichtigkeit hat, weil der über das gesamte Motorgehäuse ansaugt, läuft das Ding immer schlecht. Das heißt, meine Empfehlung ist, bei Zweitaktern immer vernünftig abdichten, weil wenn hier eine kleine Undichtigkeit ist, zieht er sein Gemisch nicht durch den Vergaser, wie er eigentlich soll, sondern zieht es unkontrolliert durch irgendeine Undichtigkeit hier, was halt am Ende dazu führt, dass so ein Ding einfach schlecht läuft. So, jetzt müssen wir hier wieder passend die Schrauben suchen. Die sehen alle, ehrlich gesagt, zu groß aus. So, das war's. Jetzt nehmen wir hier unseren professionellen Motorhalter. Hoffen einfach mal, dass wenn der Motor gleich läuft, der da drin bleibt. Aber ich denke mal, eigentlich sollte das gehen. Wenn nicht, haben wir nämlich ein Problem. Eigentlich müssten wir jetzt in eine Karosse reinschrauben, aber wollen wir nicht. So, frischen Sprit haben wir dank Robin. Der hat mir schnell was vorbeigebracht. So, eigentlich müssten wir jetzt den Auspuff mit dem Tank verbinden. Deswegen ist hier ein Anschluss. Das heißt, hier der Überdruck setzt den Kraftstofftank auch. Also wir haben danach in dem Tank einen Überdruck und dieser Tank drückt den Sprit in den Vergaser. Liegt einfach daran, dass dieser Motor keine Spritpumpe hat und es ist zu viel Unterdruck notwendig, dass der Motor sich den Sprit selber reinzieht. Deswegen macht man das über diese Art und Weise. So, für uns ist das jetzt erstmal egal, weil wir können das Ganze einfach hier über die Pumpe regeln. So, wir stecken hier jetzt einfach unseren Auspuff ran. Zack. Und wir können jetzt hier einfach das Ganze ein bisschen befluten. So, Luftfilter lassen wir auch erstmal weg. Was soll's? So, jetzt kommt der letzte Punkt, Thema Glühkerzen. Ich hatte euch erzählt, damit der anspringt, das ist ein Selbstzünder, wenn er erstmal läuft. Damit er erstmal anspringt, brauchen wir sogenannte Glühkerzen. Das heißt, wir haben hier einen Starter. Also ein Starter heißt, da ist Strom drauf. Und hier seht ihr jetzt, wenn ich den draufstecke, wie krass diese Kerze glüht. Das heißt, wir drehen jetzt hier eine Kerze rein. Erstmal würde ich noch mal ein bisschen ohne. Das kann ich gut hören hier. Alter, wie im Alten. So, es wird natürlich jetzt hier alles so ein bisschen tricky hier, so mit Gas geben und so. Geben ruhig schon mal wieder ein bisschen mehr Sprit auch. Bin mir nicht sicher, ob das hier so funktioniert. Aber jetzt drehen wir die Kerze rein. So, jetzt glüht da drin die Kerze und theoretisch könnte er anspringen. Hört sich für mich noch so ein bisschen so an, als wenn er noch keinen Sprit hat. Ich habe das Gefühl, also es, klanglich geht es schon in die richtige Richtung. Ich habe jetzt allerdings gerade das Gefühl, dass da kein Sprit reingeht. Kann natürlich sein, dass hier zwischen irgendwo. Na doch. Wir machen mal Folgendes. Wir drehen das hier mal auf. Und hier müsste jetzt natürlich eigentlich Sprit rauskommen. Eigentlich. Kann natürlich sein, dass das hier drin alles. Guck, und da ist nämlich das Problem. Das wird da drin so verharzt sein gerade.
dass hier kein Sprit rauskommt. Seht ihr, was hier noch an Dreck drin ist? Das hatten wir zwar alles im Ultraschallbad, aber das war halt nicht sauber genug. So, ich gehe das Ganze mal einmal kurz. So, ich bin gleich zurück. Ich gehe das Ganze einmal ausblasen. So, wir haben das Ganze jetzt einmal schön durchgeblasen. Das heißt, Luft geht jetzt auf jeden Fall durch. Das heißt, eigentlich sollte auch Sprit durchgehen. Das heißt, jetzt machen wir folgenden Versuch. Machen das mal erstmal hier. Oh ja, da läuft jetzt. Jetzt fluten wir das Ding gerade, weil natürlich gar keine Düse drin ist. Hier dementsprechend natürlich viel Sprit drin haben. Ich erinnere mich so gar nicht mehr dran. Ich mache es einfach mal anderthalb Umdrehungen auf. So, jetzt haben wir ihm allerdings gerade so viel Sprit gegeben, dass ich ihn jetzt lieber noch mal ohne Kerze durchdrehe. Seht ihr hier? Da kommt jetzt so viel. Zack. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt hier. Fast wie VC Biturbo anreißen hier heute. Ich glaube, ich habe noch nie so schnell einen Motor zusammengebaut. Ich weiß auch echt nicht, was passiert, wenn wir den jetzt einfach mal so hier... Gibt ja diese Videos, wie so ein Ding im Internet einfach mal vom Tisch hüpft. Also jetzt nicht hier so ein kleiner Motor, sondern ein großer Motor. Problem bei den Dingern ist übrigens auch, dass man sie kaum wieder ausbekommt, wenn sie einmal laufen. Du kannst eine Spritleitung abziehen, oder? Ja, genau. Wir können zur Not Sprit abmachen, aber... Also, jetzt... Das sieht gut aus. Kerze wieder rein. Wir checken jetzt mal einmal, wie sie noch so glüht. Das ist immer so ein bisschen Fingerverbrennen. Ihr werdet es kennen. Hier hört's. Glüht noch. Das Problem ist, wenn diese Motoren sind so hoch verdichtet, weil es halt Selbstzünder sind, dass wenn da kurz Flüssigkeit drin ist, blockiert der einfach. Dann blockiert er einfach und dann ist nicht so gut. Ah, siehst du, da kam aber schon ein bisschen. Also es riecht schon wieder 1 zu 1 wie... Lass ihn ausgehen. Puh. Ja, so. Ich würde sagen, das war doch mal ein effektives Video. Wir haben innerhalb von einer halben Stunde einen ganzen Motor zusammengebaut. Das Ding läuft.
An der Stelle nochmal vielen Dank an Jochen für den Kolbenpleu. Jetzt nehmen wir uns als nächstes das Chassis vor. Das ist nämlich noch unverändert. Das können wir natürlich unmöglich so zusammenbauen. Das heißt, im nächsten Video seht ihr, wie wir dieses komplette Chassis einmal gereinigt haben, wie wir uns die Differentiale angucken. Da ist nämlich eine Flüssigkeit drin. Je dickflüssiger die Flüssigkeit ist, je mehr sperren die Differentiale. Und dann würde ich sagen, geht es im nächsten Video vielleicht schon mit der ersten Probefahrt weiter. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich bin happy, total geil. Mal gucken, ob die Akustik so rüberkommt, wie sie rüberkommen soll. Aber vielen Dank an alle, dass das Ganze so funktioniert hat. Und im nächsten Video geht's weiter.